Hallo, vielleicht kennen das ja einige von euch. Ich werde auf jeden Fall sehr oft gefragt, zum Beispiel auf der Arbeit. Siam, wo kommst du eigentlich her? Darauf gibt es eine kurze Antwort und die lautet Duisburg. Hier wurde ich geboren und hier bin ich aufgewachsen. Und es gibt eine längere Antwort und die heißt Nador. Das ist eine Stadt am Mittelmeer im Nordosten Marokkos. Und hier kommen meine Eltern her und ein bisschen Marokko steckt auch in mir. Mindestens einmal im Jahr besuche ich das Heimatland meiner Eltern, denn hier leben viele unserer Verwandten. Nochmal auf der Karte. Da oben links im Nordwesten Afrikas gegenüber von Spanien, da liegt Marokko. Und oben rechts, da ist Nador. Seit ich ganz klein bin, kommen wir jedes Jahr nach Marokko, am liebsten im Sommer für den Strandurlaub. Hier bin ich zum Beispiel mit meinem Papa und mit meinem Bruder am Strand. Und um das schöne Wetter zu genießen, aber natürlich auch, um die Familie zu treffen. Die Onkel, die Tanten, die Cousins, die Cousinen, die Großeltern. Und das hier, hallo, ist eine meiner Lieblingscousinen. Ich bin Lubna, die ist Rätischen Sieher. Vielen Dank. Lubna hat uns ganz herzlich willkommen geheißen hier in Nador und sie hat gesagt, dass sie mich ganz besonders dolle mag. Ne? Ach so, ne? Sawanne. Ich bin amüsiert. Ach so, wer ist amüsiert? Wo ist der Kinder? Wir sprechen übrigens Berberisch. Hier in Marokko nennt man die Sprache auch? Tmazight. Genau, das ist nämlich die Sprache unserer Familie und die kommt aus dem Rifgebirge. Das Riff ist ein zerklüftetes, steiles Gebirge, das bis zum Meer reicht. Einer der höchsten Berge im Hinterland von Nador ist der erloschene Vulkan Gurugu, auch Affenberg genannt, denn hier leben nämlich wilde Affen. Und zwar sind das Berberaffen. Sehr seltene Tiere. Sie stehen auf der Liste der bedrohten Arten. Weltweit gibt es nur an die 10.000 Exemplare und viele davon leben hier im Riffgebirge. Meine Familie kommt nicht aus der Stadt Nador, sondern aus der Provinz Nador. Eine hügelige Landschaft mit vielen kleinen Dörfern und Gemeinden, in denen hauptsächlich Berber leben, die Urbevölkerung Marokkos. Und genau hier in Dörfern in der Gemeinde Beni Sidel, das ist direkt neben Nador, sind meine Eltern geboren und aufgewachsen. Die Menschen hier in der Region haben vor allem in der Landwirtschaft gearbeitet, aber auch im Bergbau. Und das schon seit 1909. Auch ein paar meiner Vorfahren haben genau hier malocht. Das Riffgebirge ist reich an Bodenschätzen, wie Kohle und Eisenerz. Diese verlassene Eisenerzmine hat viele Jahre den Menschen im Riffgebirge Arbeit gegeben. Im Tagebau wurden Millionen Tonnen Eisenerz aus dem Fels geschlagen. Überall finden sich noch Klumpen Eisenerz. Aus dem Gestein kann man Roheisen schmelzen, das dann weiter zu Stahl verarbeitet wird. Vor 40 Jahren hat man die Förderung hier eingestellt. Eisenerz kommt nie alleine vor. Es steckt immer in anderem Gestein. Die Eisenerz-Gesteinsbrocken wurden dann von hier aus nach unten ins Tal gebracht. Und da wurde dann das Eisenerz aus dem Gestein gebrochen, per Eisenbahn zum Hafen gebracht und von dort aus in die ganze Welt verschifft. Die Menschen hier im Riffgebirge kannten sich also sehr gut aus mit Bergbau. Und genau deswegen hat Deutschland auch genau hier nach Gastarbeitern gesucht. Mitten in Nador, genau hier, wo heute die Post steht, hat die Bundesregierung 1963 ein Büro eröffnet, in dem sich Männer als Gastarbeiter bewerben konnten. Und das hat auch mein Papa gemacht. Und so ist er dann 1964 nach Gelsenkirchen gekommen und hat dort im Bergbau unter Tage gearbeitet. Und das ist er hier mit 20 Jahren, der mit dem Zettel in der Hand. Über 20.000 marokkanische Gastarbeiter hat die Bundesrepublik zwischen 1963 und 1973 angeworben.
Sie wurden damals Gastarbeiter genannt, weil man dachte, sie würden nur zu Gast bleiben und irgendwann wieder zurück in ihre alte Heimat gehen. Viele verdienten ihr Geld im Bergbau. Die Arbeit dort war hart und gefährlich, wurde aber gut bezahlt. Andere arbeiteten im Straßenbau und in der Autoindustrie. Sie kamen oft allein, ohne Familie und wohnten in Wohnheimen zu mehreren in einem Zimmer. Das heißt, fast jeder marokkanische Gastarbeiter, der damals in den 1960er Jahren nach Deutschland gekommen ist, war ein Berber aus dem Rifgebirge. Und im Sommer kommen alle hierher. Da wimmelt Nador von marokkanischen Familien aus Deutschland, die ihre Verwandten besuchen, Strandurlaub machen und auch typisch berberische Kleidung und Handwerk shoppen. Auch ich schaue mit meiner Cousine Lubna nach Mitbringseln, zum Beispiel handgenähten Lederpantoffeln. Das hier ist typisches Berber-Kunsthandwerk. Diese Schuhe nennt man auf Berberisch Bilra. Bilra. Und wie die gemacht werden, das seht ihr nach der nächsten Maus. Hallo zurück, 300 Kilometer südlich von Nador. Der Heimatstadt meiner Eltern liegt Fes. Unser nächster Stopp. Fes ist eine der ältesten Städte Marokkos. Das ist die Medina, die Altstadt von Fes, und die ist berühmt für ihr Berberhandwerk. Die Altstadt von Fes erstreckt sich über mehrere Hügel. Sie ist die größte in Nordafrika und eine der größten der Welt. Und hier finde ich bestimmt auch einen Schuster, der die typisch marokkanischen Lederpantoffeln näht. Also ab in die Medina. Das blaue Tor ist das Haupttor. Es gibt 14 reich verzierte Stadttore, durch die man in die Altstadt kommt. Drinnen wimmelt es nur so von Händlern, Käufern, Bewohnern und Besuchern. Es ist laut, voll und lebendig. Autos sind verboten und hätten auch gar keinen Platz. Die Straßen und Gassen sind viel zu eng. Alles, was man braucht, muss per Karren, Motorrad oder auf Maultieren in die Altstadt befördert werden. Salam. Und hier hängen ja auch schon die Pantoffeln in allen möglichen Farben. Aber alles fängt mit dem Leder an. Und auch das wird hier in der Medina gegerbt, also weich und haltbar gemacht und gefärbt. Ich suche nach so einer Gerberei und gehe immer weiter ins Labyrinth der Altstadt. Die Medina besteht aus über 10.000 kleinen Straßen und engen Gassen. Das ist ein richtiges Labyrinth hier. Über 100.000 Menschen arbeiten und leben hier. Hier zum Beispiel. Assalamu alaikum. Durch die schmalen Gassen bleibt es immer schön kühl. Manchmal kommt es zu einem kleinen Stau oder man verirrt sich und läuft im Kreis. An manchen Orten riecht es ziemlich streng. Der Geruch kommt von den Ledergerbereien. Die älteste und größte ist die Gerberei Shuara. Seit über 700 Jahren wird hier in der Altstadt Leder gefärbt und gegerbt. Und zwar in solchen Becken. Und da unten gibt es sozusagen zwei Abteilungen. Einmal die hellen Becken, darin wird das Leder weich gemacht, also gegerbt. Und dann gibt es die dunklen Becken, in denen wird dann das Leder gefärbt. Und wie funktioniert das jetzt genau? Es beginnt am frühen Morgen. Da kaufen die Gerber die Tierhäute auf dem Ledermarkt. Die Felle kommen von den naheliegenden Schlachthäusern. Es gibt eine große Auswahl an Tierhäuten. Schaffelle, Kuhhäute, Ziegenleder und Leder von Dromedaren. Nach den Kaufverhandlungen wird die Ware dann verladen. Auf Autos. Maultiere. Oder auf Mopeds. Und ab geht's in die Medina.
Dort werden die heute erst einmal gewaschen, in dieser riesengroßen Holzwaschmaschine. Dann geht es weiter in die ersten Becken. Dort werden sie vorgeweicht. Dafür braucht man eine wichtige Zutat. Halit zeigt sie mir. Yalla, schnur herde. Taubenkacke. Und das macht Sinn, denn in Taubenkot steckt natürliches Ammoniak. Ammoniak ist sehr gut im Wasser löslich. Es entsteht eine Lauge, die Sachen sauber macht. Zu viel Ammoniak kann aber auch ätzend wirken. Deshalb trägt Halit Handschuhe und eine Gummihose. Danach kommen die Fälle in diese Becken. Da ist eine Lauge mit viel Kalk drin, die die Tierhäute bleicht. Da müssen sie im Sommer 2 Wochen drin bleiben und im Winter sogar 4, um dann endlich hell und weich genug fürs Färben zu sein. Davor müssen aber noch die Haare von der Haut entfernt werden. Und das passiert auch von Hand, mit einem scharfen Messer. Dann ist das Leder perfekt gegerbt und vorbereitet, um gefärbt zu werden. Dafür wird ein Becken mit Wasser gefüllt. Die Farben kommen aus der Natur. Rot wird aus den knallroten Blütenblättern der Mohnblume gewonnen. Farbpulver ins Wasser und dann kräftig umrühren, damit sich das Pulver gut auflöst und keine Klumpen entstehen. Halil macht das mit seinem Bein. Dann kommen die Lederstücke ins Farbbad, paar Mal wenden und dann, ganz wichtig, damit sie viel Farbe abbekommen, kräftig untertauchen. Und auch das macht Halil mit seinen Beinen. Sieht ganz schön anstrengend aus. Heraus kommt ein gleichmäßig gefärbtes Lederstück. So, rot haben wir jetzt schon. Jetzt ist Christophs Farbe dran. Grün. Wie Schuffi? 08. Diese Farbe wird aus einer gut riechenden Pflanze gemacht. Habt ihr bestimmt auch schon mal getrunken. Als Tee. Ja. Wird aus Pfefferminze gemacht. Auch hier das Pulver ins Wasser rieseln lassen. Und dann kräftig umrühren. Sieht eher blaugrün aus. Leder reingeben und hin und her wenden, bis es nach und nach Christophgrün wird. Und auch hier immer wieder feste stampfen, damit die Farbe auch wirklich ins Leder zieht. Jetzt wird's gelb, dank Safran. Khalil? Hawa. Safranpulver im Wasser verteilen und dann einmal den Schleudergang anstellen. Los geht's. Diesmal färbt Khalil ein Schaffell mit viel Wolle dran. Wird vielleicht mal ein Teppich. Halit zeigt mir eine weitere Pflanzenfarbe. Oh wow, sieht aus wie rot, ist aber Indigo, das heißt, es wird blau. Indigo ist einer der ältesten Farbstoffe. Schon die Ägypter haben vor über 5000 Jahren damit gefärbt. Jetzt sieht das Pulver noch rotbraun aus, aber wenn es sich im Wasser auflöst, wird es direkt blau. So, jetzt das Leder eintunken und sofort nimmt es die blaue Farbe an. Auf der Innenseite etwas schwächer, aber auf der Außenseite schönstes Elefantenblau. Danach muss das Leder nur noch in der Sonne getrocknet werden. Und aus weichem, gelb gefärbten Ziegenleder möchte ich mir ein paar typisch marokkanische Schuhe nähen lassen. Und wie das genau aussieht, das zeige ich euch nächste Woche im zweiten Teil meiner Reise durch Marokko. Assalamu alaikum.